Ja. Beratung des Antrags der Bundesregierung zur Fortsetzung des Einsatzes bewaffneter deutscher Streitkräfte, Stabilisierung sichern, Wiedererstarken des IS verhindern, Versöhnung im Irak fördern. Für die Aussprache ist eine Dauer von 31 Minuten beschlossen. Ich eröffne die Aussprache. Das Wort hat die Bundesaußenministerin für die Bundesregierung, Annalena Baerbock. Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Die Zustimmung des Bundestages zu Auslandseinsätzen der Bundeswehr ist nie eine Selbstverständlichkeit. Es ist als hohes Gut aus der deutschen Geschichte erwachsen, dass wir in Deutschland eine Parlamentsarmee haben, und das ist uns allen immer wieder bewusst. Das gilt auch für das Mandat zur Teilnahme der Bundeswehr am internationalen Militäreinsatz gegen den sogenannten Islamischen Staat und zur Stabilisierung des Iraks. Ausgangspunkt dieses Einsatzes war das furchtbare Wüten der IS-Terrororganisation in Irak und Syrien ab Sommer 2014. IS-Terroristen eroberten damals ganze Landstriche, große Städte wie Sinjar oder Mosul. Dort terrorisierten sie die Zivilbevölkerung, ganz besonders die Gruppe der Jesiden. Männer und selbst minderjährige Jungen wurden erschossen, Frauen verschleppt, viele versklavt und vergewaltigt, einige von ihnen immer noch wieder nicht zurück, und Kinder als Sklaven oder Kindersoldaten missbraucht. Das unterstreicht, wie wichtig der Kampf gegen den Islamischen Staat für die internationale Sicherheit ist. Und so wie es der UN-Sicherheitsrat in seiner Resolution deutlich gemacht hat, ist er es auch für die Menschen im Irak selbst und für die Stabilität in der Region. Gleichzeitig ist es kein Geheimnis, dass meine Fraktion und ich auch selbst persönlich dem Anti-IS-Mandat des Bundestages 2015 und in den Jahren danach nicht zugestimmt haben. Grund dafür war nicht unsere Ablehnung der Ziele des Einsatzes, sondern unsere Bedenken zu seiner damaligen rechtlichen Basis. Die neue Bundesregierung hat das Mandat nun überarbeitet. Und ich danke vor allen Dingen der Verteidigungsministerin Christine Lambrecht sehr für die vertrauensvolle Zusammenarbeit dabei. Und ich werbe, sehr verehrte Damen und Herren, für Ihre Zustimmung zu diesem nun deutlich überarbeiteten Mandat. Denn erstens wird der Einsatz jetzt auf den Irak fokussiert. Syrien als Einsatzgebiet haben wir gestrichen, und das ist eine deutliche Änderung. Mit dem erneuten und deutlichen Wunsch der irakischen Regierung nach einer Fortsetzung des Einsatzes der Bundeswehr steht der neue Mandatstext auf einer klaren völkerrechtlichen Grundlage. Und daneben ist der Bundeswehreinsatz von den einschlägigen Resolutionen des UN-Sicherheitsrates und Artikel 51 der Charta gedeckt. Zweitens sieht dieses Mandat, und ja, das ist neu, eine umfassende und inklusive Evaluation des Einsatzes in den kommenden Mandatszeitraum vor. Und damit setzen wir erstmalig die Vereinbarung unseres Koalitionsvertrages um, alle Bundeswehr-Auslandseinsätze zu evaluieren. Wir verlängern das Mandat bis zum 31. Oktober 2022 und kehren damit zum ursprünglichen Turnus einer Mandatsverlängerung im Herbst zurück. Und drittens, und das ist wichtig, braucht der Irak weiterhin unseren zivilen und militärischen Beistand. Wir sehen dort einerseits nicht zuletzt auch dank internationaler Unterstützung positive Entwicklungen. Die Wahlen im vergangenen Oktober waren die sichersten und freisten in der Geschichte des Landes. Und die Fortschritte der irakischen Sicherheitskräfte haben es erlaubt, die internationale Militärpräsidenz weiterzuentwickeln. Die Mission der internationalen Anti-IS-Koalition und der amerikanische Militäreinsatz werden von einem Kampfeinsatz zu einer Beratungs- und Unterstützungsmission umgebaut. Andererseits, und das sage ich auch sehr deutlich, ist klar, trotz dieser Erfolge steht der Irak weiter vor großen Herausforderungen.
Das haben die tragischen Anschläge der vergangenen Nacht in Bagdad noch einmal unterstrichen. Einige Akteure versuchen, die Regierungsbildung zum Entgleisen zu bringen, mit Raketenangriffen auf diplomatische Vertretungen und Anschläge auf Parteibüros. Und auch wenn der IS seit 2017 kein Gelände mehr in Irak beherrscht, bleibt er eine Gefahr. Wo der irakische Staat oder die autonome Region Kurdistan seine Sicherheitsverantwortung nicht wahrnimmt, handeln Terroristen aus dem Untergrund und sind zu komplexeren Anschlägen in der Lage. Dieser terroristischen Bedrohung müssen wir weiter entgegentreten. Dreh- und Angelpunkt ist dabei unser vernetzter Ansatz. Unser Bundeswehreinsatz bleibt eingebettet in ein starkes ziviles Engagement. Seit 2013 hat Deutschland in Irak fast 3 Milliarden € für humanitäre Hilfe, Stabilisierung und Entwicklungszusammenarbeit investiert. Meine Damen, meine Herren, um dieses zivile Engagement abzusichern, braucht es weiterhin auch militärische Mittel. Und deshalb wäre die Verlängerung des vorliegenden Mandates ein wichtiges Signal an unsere Partnerinnen und Partner im Irak, an unsere alliierten Freunde, dass Deutschland auch unter der neuen Bundesregierung ein verlässlicher Bündnispartner bleibt. Und vor allen Dingen an die Kinder, an die Männer und an die Frauen, die nach 2014 in Irak so fürchterlich unter der Terrorherrschaft des IS gelitten haben. Ich bitte um Ihre Unterstützung. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Bundesministerin. Es folgt für die CDU-CSU-Fraktion der Kollege Jürgen Hart. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist das erste Mandat, was die neue Bundesregierung dem Deutschen Bundestag zur Beratung vorlegt. Deswegen möchte ich vorab für meine Fraktion, für die CDU-CSU-Fraktion sagen, Sie dürfen sich darauf verlassen, dass wir zu diesen wichtigen Entscheidungen, die ja auch für die Soldatinnen und Soldaten im Einsatz von besonderer Wichtigkeit sind und für die Menschen in den Einsatzgebieten, dass wir unsere konstruktiv-kritisch wohlwollende Haltung bewahren und dass wir nicht in Opposition zu diesen Anträgen verfallen. Und ich möchte an dieser Stelle schon ein wenig suffisant anmerken, dass vermutlich ich und auch meine Kollegen in der CDU-CSU-Fraktion ihr Abstimmungsverhalten zu dem Irak-Mandat für die Bundeswehr diesmal auch nicht ändern müssen, anders als die Bundesministerin des Auswärtigen. Ich möchte zu dem Irak-Mandat folgende grundlegende Anmerkungen machen. Eine der bindenden Klammern der allermeisten Einsätze der Bundeswehr, Auslandseinsätze der Bundeswehr, ist der Kampf gegen den internationalen Terrorismus, weil wir wissen, dass die globale Lage es eben nicht zulässt, dass wir uns vor solchen Entwicklungen wegducken, sondern dass wir sie beherzt angehen müssen, weil sonst der Terrorismus früher oder später auch uns unmittelbar bedroht. Und Ministerin Lambrecht war im Irak und hat es im Grunde auch so formuliert. Und ich möchte an dieser Stelle sagen, die Sicherheit Deutschlands wird eben auch an Euphrat und Tigris verteidigt mit den geeigneten Mitteln, die wir dafür haben. Deswegen ist es gut, dass wir die irakische Regierung weiter auf ihren Wunsch hin mit Ausbildung unterstützen. Es ist gut, dass wir in der Allianz gegen den IS, Counter Daesh, zusammenstehen. Und es ist im Übrigen auch gut, und wenn ich das an dieser Stelle an die Kollegen der SPD sagen darf, wir hatten am Anfang, als wir diesen Einsatz begonnen haben, Probleme damit, in der Großen Koalition zu vereinbaren, dass auch der NATO-Einsatz, dass deutsche Kräfte auch im Rahmen des NATO-Einsatzes eingesetzt werden dürfen. Das haben wir Gott sei Dank überwinden können. Und es ist auch gut, dass in dem jetzigen Mandatstext dieser Bezug auf die NATO-Mission on Iraq eben auch da ist. Das sehe ich als positives Zeichen. Wenn ich den Mandatstext, der mir ja erst seit, ja, man kann fast sagen, wenigen Stunden vorliegt, das ist ja erst in dieser Woche zu diesem Text gekommen, stelle ich schon fest, dass er doch sehr weitgehend mit dem übereinstimmt, was wir bisher haben. Sie haben in der Überschrift Syrien gestrichen.
Das ist natürlich mehr symbolisch zu verstehen, weil auch seit Frühjahr 2020 wir auch keine Luftaufklärung deutscher Tornados mehr über Syrien haben. Also de facto ist dieser Einsatz tatsächlich nicht, hat der Einsatz tatsächlich nicht syrisches Staatsbegriff umfasst. Ich finde, das ist allerdings ein Makel. Ich finde, diese künstliche Begrenzung nur auf den Irak birgt eine Gefahr in sich, die wir andererseits ja auch in den Mandatstesten immer betonen, nämlich dass der IS grenzüberschreitend und regionenüberschreitend arbeitet und dass wir die Gefahr schon sehen, dass durch die Situation im Nordosten des Iraks, Nordosten Syriens eine Gefahr besteht, dass dieser IS-Terrorismus, den wir im Irak gemeinsam erfolgreich massiv zurückgedrängt, wenn nicht gar vertrieben haben, dass er im Nordosten Syriens, ohne dass wir da hinschauen würden, eine entsprechende Wiedererstarkung erfährt und dass er eines Tages zurückfluten könnte nach Irak, je nachdem, wie sich die Dinge entwickeln. Deswegen halten wir diese künstliche Begrenzung, haben wir sie eben bereits im alten Mandat und halten sie auch jetzt im neuen Mandat für künstlich und falsch. Und deswegen plädieren wir dafür, einen größeren, umfassenderen, mutigeren Ansatz zu fassen. Im Nordosten des Syriens gibt es keine politische Herrschaft, außer die des IS. Und deswegen ist es legitim, sich gegen eine solche Bedrohung auch an der Seite Iraks zu wehren. Ich würde mir wünschen, dass wir die Luftaufklärung wieder aufnehmen. Im Übrigen ist es ja so, dass nachdem wir dort unsere Einflüge von Al-Azraq eingestellt haben, nicht so ohne weiteres andere Partner diese Aufgabe übernommen haben, weil nämlich die deutschen Fähigkeiten, dies zu tun, doch ein Stück weit eine Kern- und Schlüsselfähigkeit innerhalb der NATO sind und deswegen nicht so ohne weiteres unverzichtbar. Genauso wie übrigens. Erlauben Sie eine Zwischenfrage der Kollegin Strack-Zimmermann? Frau Kollegin Strack-Zimmermann. Vielen Dank. Ich kämpfe gerade mit dem Mikrofon. So, jetzt machen wir das Hütchen wieder drauf. Herr Kollege, vielen Dank, dass Sie mir erlauben, eine Zwischenfrage zu stellen. Sie sagten gerade, dass Sie das Mandat dahingehend verändern wollen. Würden Sie hier doch noch mal erklären, dass es die CDU-CSU war, die das initiiert hat, dass die Tornados abgezogen worden sind aus Jordanien mit der Maßgabe, dass am 1. April 2020 die Italiener dieses Mandat übernehmen, was nie passiert ist. Und deswegen überrascht mich doch jetzt Ihre Einlassung, dass Sie das ganz anders machen würden. Ich glaube, dass diese Kollegen der Sozialdemokratie mir zustimmen werden, dass wir damals hart um dieses Mandat gerungen haben und auch um diese Veränderung, dass es in meiner Fraktion wir keine Notwendigkeit sahen, diese Änderung vorzunehmen, weil wir eben die Sorge hatten, dass es eben dann zu einem Wegfall dieser Fähigkeit kommt. Und ich komme bis zum heutigen Tage und auch im Blick auf das neue Mandat zum Schluss, dass es besser wäre, wenn die deutsche Bundeswehr diese Fähigkeit der Allianz gegen Daesh zur Verfügung stellen würde und auch Luftaufklärung in diesem Bereich Syriens durchführen würde. Das ist leider in der Großen Koalition so nicht möglich gewesen. Es ist offensichtlich in diesem Mandatstext auch nicht möglich. Aber wenn ich ihn zu schreiben hätte, würde ich es reinschreiben. Ich möchte die letzten Sekunden nutzen, um deutlich zu machen, dass wir jetzt ein taffes Programm vor uns haben. Wir werden in der nächsten Sitzungswoche in den Ausschüssen das Mandat beraten müssen. Und es wird dann bereits in der nächsten Sitzungswoche auch verabschiedet werden müssen, weil wir sonst den 31. Januar verpassen. Ich erinnere mich daran, dass wir einen ziemlich harten Kampf mit unseren sozialdemokratischen Kollegen hatten, ob wir das Mandat tatsächlich bis zum 31. Januar laufen lassen. SPD wollte es etwas früher beenden. Ich bin froh, dass es gelungen ist, es bis dahin auszudehnen, dass wir jetzt immerhin doch die Fristen wahren können. Ich sage eine konstruktive Mitberatung seitens der CDU-CSU zu und eine gute Debatte in der nächsten Woche. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Kollege Hart. Für die Bundesregierung erhält nunmehr das Wort die Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die deutsche Bundeswehr ist eine Parlamentsarmee, und deswegen ist es auch richtig und wichtig, dass wir diese Mandate jedes Mal hier auch ausführlich und intensiv diskutieren.
Und das heute ist jetzt der Einstieg in dieses sogenannte Irak-Mandat. Und es ist wichtig, dass alle Fragen hier auch im Parlament diskutiert werden. Das ist mir ein großes Anliegen. Ich war 23 Jahre Bundestagsabgeordnete und deswegen kann ich das auch richtig gut nachvollziehen, dass das eingefordert wird. Und damit ich dann aber auch, als Verteidigungsministerin auch die entsprechenden Antworten, die entsprechenden Eindrücke über die aktuelle Lage geben kann. Deswegen habe ich am letzten Wochenende eine Einsatzreise gehabt nach Jordanien, in den Irak und auch in die autonome Region Kurdistan nach Erbil. Mir war es wichtig, mir vor Ort ein Bild darüber zu machen. Was leisten denn unsere Soldatinnen und Soldaten? Was machen die denn ganz konkret? Denn manchmal habe ich den Eindruck, es ist gar nicht bekannt, was wirklich geleistet wird, was wirklich unsere Aufgabe dort vor Ort ist. Und wie kommt es auch dort in der Region an? In Jordanien, im Irak, in Kurdistan. Und ich kann Ihnen sagen, alle diese Gespräche haben eins ergeben, unsere Frauen und Männer dort leisten eine tolle Arbeit, hoch anerkannt und hoch erwünscht. Und in allen Gesprächen wurde deutlich, unsere Partnerinnen und Partner, unsere Verbündeten bauen auf uns und unsere Truppe überzeugt eben durch ihr Engagement und auch ihr Können. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir jetzt auch diese Verlängerung hier beschließen. Zu der Evaluierung komme ich gleich. Aber es ist eben wichtig, weil die Frau Kollegin Außenministerin schon gesagt hat, der IS ist noch lange nicht besiegt. Er ist zurückgedrängt. Es konnten gute Entwicklungen, Gutes erreicht werden, aber er ist noch lange nicht besiegt. Er herrscht zwar nicht mehr über große Teile, Gebiete im Irak und in Syrien, auch durch unser Engagement der Bundesregierung, aber der IS ist immer noch da und er sorgt mit seinem Willen, mit seinen Mitteln, mit seinen Möglichkeiten vor Ort in der Region für Terror. Und deswegen ist es richtig, dass wir uns dagegen weiterhin einbringen. Denn für die Menschen im Irak, wenn man mit denen spricht, da ist die Angst vor diesem Terror, die ist allgegenwärtig. Sie wissen ganz genau, dass der IS jederzeit wieder zuschlagen kann auf einem belebten Markt oder auch auf einem Kontrollpunkt der Polizei. Egal wo. Und dieser Terror, es ist schon angesprochen worden, der reicht eben auch bis nach Europa. Wir sind davor nicht sicher. Das ist keine auf die Region begrenzte Gefahr, sondern das betrifft uns auch. Und deswegen ist es so wichtig, das auch wahrzunehmen. Deswegen ist es nicht nur im Interesse des Iraks, nicht nur im Interesse von Jordanien, nicht nur im Interesse der Region, wenn wir uns dort engagieren, sondern auch in unserem Interesse. Und unsere militärische Unterstützung, die werden wir dabei auf zwei Säulen aufbauen. Einmal mit der NATO-Mission im Irak stärken wir die irakischen Streitkräfte, dass sie dann irgendwann selbst in der Lage sind, auch operative Einsätze eigenständig durchführen zu können. Aber wir kämpfen und beraten eben auch im Kampf gegen den IS. Und die Regierung, die irakische Regierung, ich habe ja mit dem Herrn Premier gesprochen, hat ausdrücklich und wiederholt den Wunsch geäußert, dass wir unser Engagement fortsetzen. Ich habe auch mit meinem irakischen Amtskollegen gesprochen und überall dort die ausdrückliche Bitte. Und was machen wir dort? Allein durch unser hochmodernes Tankflugzeug A400M, das hat in den vergangenen 15 Monaten über 200 Betankungsflüge durchgeführt und dadurch insbesondere unsere französische. Nein? Also, sorry, das sind. In diesem einen Jahr, in diesen 15 Monaten nicht, aber wir können die Zahl sicherlich miteinander klären. Aber ich bin mir sicher, wenn mir meine ganz toll aufgestellten Kolleginnen und Kollegen aus dem Ministerium so eine Zahl da reinschreiben, dann stimmt die auch. Die haben solche. Aber auf jeden Fall, egal wie die Zahl jetzt auch lautet, auf jeden Fall haben wir einen unglaublichen Beitrag dazu geleistet, dass eben, wie gesagt, die französischen Kollegen und auch die USA dadurch direkt unterstützt werden konnten. Aber nicht nur das ist ein guter Beitrag, sondern auch dadurch, dass beispielsweise unsere Sanitäterinnen und Sanitäter in Erbil, in internationale Strukturen fest integriert sind, das ist ein ganz wichtiger Baustein. So waren es nämlich die Kameradinnen und Kameraden aller Koalitionsnationen, die dort
angegriffen wurden durch einen Drohnenangriff. Und unsere Sanitäterinnen und Sanitäter haben diese dann im Camp versorgen können. Ein ganz wichtiger Beitrag, den wir da leisten. Sie haben viel erreicht, die Kolleginnen und Kollegen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir da auch weiterhin unterstützend tätig sein. Und ja, dieses Mandat ist jetzt verändert. Es ist eben kein Weiter-so. Es ist eben nicht, wir machen jetzt einfach ein Jahr weiter mit dem, was wir bisher geleistet haben. Es ist schon beschrieben worden, das Einsatzgebiet ist eingeschränkt worden. Das Syrien ist jetzt nicht mehr enthalten. Und das hat damit was zu tun, dass wir eben auch seit 2020 dort überhaupt nicht mehr aktiv waren. Und dann, finde ich, gehört es auch zur Transparenz, zur Ehrlichkeit dazu, dass man das eben auch klar benennt. Und das ist jetzt mit diesem Mandat der Fall. Und ja, wir verlängern jetzt bis Ende Oktober diesen Jahres. Damit kommen wir wieder in den vorherigen Rhythmus zurück. Und auch das gibt uns jetzt Zeit, genau noch mal zu hinterfragen, ob das, was wir da leisten, in die richtige Richtung geht oder ob wir besser, noch besser werden können. Wir mussten beispielsweise Ausbildungsmissionen zurückfahren, Corona-bedingt. Und es ist so eine Frage, ob wir da nicht wieder reingehen ins Engagement. Auch das muss in so einer Zeit, die wir jetzt zur Verfügung haben, diskutiert werden. Und wir haben uns die Zeit, und ich finde, wir sollten jetzt auch uns die Zeit nehmen. Deswegen an dieser Stelle ganz klar, das Engagement wird hoch geschätzt. Es wird darum gebeten, dass wir weitermachen, um die Region zu stabilisieren und aber auch zu helfen, dass der Irak irgendwann eigenständig diese Leistungen erbringen kann. Und deswegen bitte ich Sie um Unterstützung dieses hoch anerkannten Engagements dort vor Ort in der Region, für die Region, aber eben auch für unsere Sicherheit. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Ministerin. Für die AfD-Fraktion hat jetzt der Kollege Joachim Wundrak das Wort. Es ist seine erste Rede im Deutschen Bundestag. Und ich habe gehört, Ihre Fraktion hat ja gewünscht, dass man noch mal irgendwie darauf aufmerksam macht, dass die Rede zu Ende geht. Ich kann dann noch mal gegen das Mikro klopfen, kurz vorher, dass Sie dann auch Bescheid wissen. Bitte schön. Ja, Frau Präsidentin. Ich danke für das Wort und für die freundliche Einführung. Frau Ministerin Baerbock, Frau Ministerin Lambrecht, meine Damen und Herren, wir alle in diesem Haus stimmen wohl zu, dass Entscheidungen zum Einsatz von bewaffneten Streitkräften der besonderen Sorgfalt bedürfen. Dies nicht nur zum Schutz der eingesetzten Soldaten, sondern auch um Verfassung und Völkerrecht nicht zu verletzen. Wie schon gehört, übernahm 2014 der IS die Kontrolle über große Gebiete im Irak und Syrien. Deutschland unterstützt seit Anfang 2015 den Kampf gegen den IS durch Ausbildung und Ausrüstung von irakischen Streitkräften. Nach den Terroranschlägen in Paris im November 2015 entschied sich Deutschland, die internationale Allianz gegen den IS auch durch den Einsatz mit Militärflugzeugen zu unterstützen. Wie noch einige hier im Haus erinnere ich die heißen Diskussionen um die völkerrechtliche Bewertung, da Kampfflugzeuge über Syrien natürlich ohne Einladung der syrischen Regierung eingesetzt wurden. Die AfD-Fraktion hat vorausgegangene Anträge daher aus völkerrechtlichen Bedenken abgelehnt. Aber auch die Fraktion der Grünen, wir haben das schon gehört, stimmte gegen diese Einsätze und ging in ihrer Kritik sogar noch deutlich weiter. Ihr heutiger Staatssekretär, Frau Ministerin Baerbock, bezeichnete das vorige Mandat als rechtswidrig. Ich weiß zwar nicht, ob auch er vom Völkerrecht kommt, aber er kritisierte, dass man aus der Resolution der Vereinten Nationen nicht klar und eindeutig herauslesen könne, dass ein Gewalteinsatz in Syrien gerechtfertigt sei. Der Einsatz entspreche auch nicht den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichtes. Und ist in der Tat der einzige Auslandseinsatz der Bundeswehr in einer Koalition, der nicht im Rahmen der EU, NATO oder Vereinten Nationen stattfindet. Und der Islamische Staat kontrolliert, anders als in 2015, inzwischen keine Gebiete mehr im Irak und in Syrien. Die Verletzung des syrischen Luftraums ist heute daher noch schwerer zu rechtfertigen als damals. Die Ministerinnen bitten in ihrem Antrag heute dennoch um Zustimmung, dass die Bundeswehr
Lufteinsätze anderer Staaten über Syrien auch weiterhin unterstützen kann. Dies soll laut Ihrem Antrag durch Luftbetankung, Luftraumüberwachung, Aufklärung und Weitergabe gewonnener Informationen geschehen. Der Unmut, der sich hierüber in Ihrer Fraktion und in der SPD regt, ist nachvollziehbar. Dagegen ist der Auftrag zur Ausbildung irakischer Streitkräfte, ebenfalls in Ihrem Antrag enthalten, prinzipiell sinnvoll und zustimmungsfähig. Wir begrüßen auch die Absicht der von uns wiederholt geforderten fortlaufenden Evaluierung der Einsätze. Sie sollten diese beiden völkerrechtlich völlig unterschiedlich begründeten Einsätze, auf der einen Seite Ausbildung, auf der anderen Seite Kampf gegen den IS mit bewaffneten Mitteln, nicht in einem Antrag und zu einem Mandat verknüpfen. Sie sollten dem Parlament die Möglichkeit geben, über zwei getrennte Mandate zu beraten, wie es auch die FDP einst eingefordert hat. Dies würde auch vielen Parlamentariern in Ihrer Fraktion und der SPD eine Brücke bauen. Eine SPD, die wohl heute schon den Ausstieg aus dem Mandat in 9 Monaten plant. Um es kurz zu machen, die AfD-Fraktion kann Ihrem Antrag in dieser Form nicht zustimmen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Als nächster erhält das Wort für die FDP-Fraktion der Kollege Alexander Müller. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, der Islamische Staat ist weiter aktiv und betreibt seine hinterhältigen Anschläge. Dazu betreibt ein internationales Netzwerk mit Wirkung bis nach Afghanistan und nach Afrika und ist der Haupttreiber von einer Fluchtwelle nach Europa. Und zum Thema Syrien, lieber Kollege Hart, ich verstehe Ihre Schmerzen. Wir wissen ja, dass die damalige Verteidigungsministerin Kram-Karrenbauer öffentlich darüber nachgedacht, Bundeswehrsoldaten in Norden Syriens einzusetzen. Wir wollen das aber nicht und deswegen ist es auch konsequent, das Gebiet Syriens da rauszunehmen. Der irakische Nachbar Iran wirkt zusätzlich destabilisierend in der Region, unterstützt dort überall Krieg und Terror, ob es der islamische Dschihad ist, die Houthi-Rebellen im Jemen, die Hisbollah werden allesamt vom Iran beliefert und unterstützt. Und wenn es der frisch gewählten irakischen Regierung, die übrigens eine multiethnische und eine inklusive Regierung ist, wenn es denen gelingt, die Demokratie zu stabilisieren, dann ist es ein Fortschritt für Frieden im arabischen Raum und das ist das Ziel mit diesem Mandat. Irak ist ein Vielvölkerstaat, ist keine klassische Nation, sondern besteht aus Arabern und Kurden, aus Sunniten, Schiiten, Christen, Jesiden. Und das Zusammenwachsen als Nation, das Bilden einer Gemeinschaft, also ein Nation Building, ist dort noch lange nicht fertig. Wir haben ein großes Interesse am Erfolg dieses Prozesses, am Erfolg eines stabilen und friedlichen Irak. Die USA haben seit kurzem keine Truppen mit Kampfauftrag mehr im Land. Und auch das ist ein wichtiges Zeichen des Fortschritts und der Stabilisierung. Die Bundeswehr ist auf Bitten der irakischen Regierung vor Ort, im Verbund mit vielen anderen Truppenstellern aus der ganzen Welt. Damit erfüllen wir auch die Anforderungen des UN-Sicherheitsrats zur Mitarbeit an der Eindämmung des IS. Wir entsenden keine Kampftruppen, sondern wir unterstützen die internationale Anti-IS-Koalition durch Luftbetankung, durch Lufttransport und Aufklärung. Wir beraten aber auch die irakischen Sicherheitskräfte vor Ort. Und als Freie Demokraten war es uns besonders wichtig, bei der letzten Mandatsverlängerung im Herbst 2020 einen Entschließungsantrag einzubringen. Und dessen wichtigste Punkte sind auch jetzt endlich umgesetzt worden. Wir stellen sicher, dass wir keine PMF-Angehörigen mehr ausbilden. Wir haben einen klaren Fokus jetzt auf die zivil-militärische Zusammenarbeit und den vernetzten Ansatz. Außerdem wollen wir eine Bündniszusammenarbeit und keine bilateralen Abmachungen. Und ganz wichtig, endlich haben wir auch die Auswertung, die Evaluierung des Einsatzes. Und das ist wirklich etwas Neues und ist uns sehr wichtig. Wir haben als Regierungskoalition miteinander vereinbart, unsere Auslandseinsätze regelmäßig und systematisch zu evaluieren. Und das wird auch für diesen Einsatz gelten. Wir wollen die Erfahrungen aus dem Einsatz auswerten und wir wollen wissen, was gut funktioniert ist,
Wo und wie erreichen wir unsere Ziele und wo erreichen wir sie nicht? Und das wollen wir im vernetzten Ansatz auswerten. Und das heißt, auch diplomatische Erfolge gehören dazu. Dazu gehören auch Fortschritte der Entwicklungszusammenarbeit. Das müssen wir bewerten. Und dabei dürfen wir nie vergessen, dass Sicherheit und Stabilität die Voraussetzung überhaupt erstmal für Entwicklungshilfe ist. Das heißt, wer Schulen, Brunnen bauen will, wer Krankenhäuser und Landwirtschaft dort errichten will, der muss zuallererst mal für Sicherheit und Stabilität sorgen. Entscheidend sind also nicht militärische Erfolge. Entscheidend ist, ob wir den Menschen im Irak mehr Frieden, mehr Stabilität und Hoffnung auf eine bessere Zukunft bringen können. Daran müssen sich unsere Einsätze messen. Und das ist auch das Ziel dieses Mandats. Ich danke allen unseren Soldatinnen und Soldaten, die an dieser Vision mitarbeiten, und werbe auch bei Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen, um Zustimmung. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Müller. Als Nächste folgt in dieser Debatte für die Fraktion Die Linke die Kollegin Sevim Dardelen. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Verlängerung dieses Bundeswehreinsatzes im Irak durch die Bundesregierung zeigt deutlich eigentlich die Doppelblütigkeit deutscher Außenpolitik, insbesondere der Grünen. Und da helfen auch die ganzen kuriosen Rechtfertigungen nicht, man sei da nicht umgefallen. Denn natürlich sind sie hier umgefallen und schneller, als manch einer gedacht hätte. In der Opposition haben sie diesen Einsatz noch abgelehnt, die Situation vor Ort sei unverantwortlich, viel zu gefährlich, das Mandat rechtswidrig und ohne völkerrechtliche Grundlage. Und das ist jetzt alles anders? Das ist lächerlich, meine Damen und Herren. Tagtäglich gibt es dort Raketenangriffe auf ausländische Militärbasen im Irak. Und deshalb ist es skandalös, dass Sie das Leben deutscher Soldaten derart leichtfertig aufs Spiel setzen. Was die völkerrechtliche Argumentation angeht, ist schon bemerkenswert, wie heruntergekommen hier Ihre Standards jetzt sind. Ihnen reicht jetzt die Einladung einer geschäftsführenden Regierung im Irak auf Abruf, ohne parlamentarische Mehrheit als völkerrechtliche Legitimation, die auch noch gegen den ausdrücklichen Beschluss des irakischen Parlaments handelt. Ausdrücklicher Beschluss des irakischen Parlaments, von dem Sie noch letztes Jahr lobenswert berichtet haben. Das ist doch grotesk, meine Damen und Herren. Und wer in der Opposition das eine sagt, aber in der Regierung dann das Gegenteil macht, der begeht nicht nur eine Wählertäuschung, nein, sondern beschädigt auch die Glaubwürdigkeit der Politik insgesamt. Und das gilt auch im Hinblick auf Julian Assange. Der Journalist hat Kriegsverbrechen der US-Armee im Irak öffentlich gemacht und soll dafür in den USA lebendig begraben werden. Und Sie, Frau Baerbock, haben dies in der Opposition noch kritisiert. Und wenn es Ihnen tatsächlich um die Menschen im Irak und die Menschenrechte ginge, würden Sie dieses Schweigen zu Julian Assange beenden. Und das sind wir auch den Angehörigen der irakischen Journalisten schuldig, die damals kaltblütig von einem US-Apache-Hubschrauber heraus ermordet wurden und bis heute diese Verbrechen ungesühnt geblieben sind. Handeln Sie jetzt, erheben Sie Ihre Stimme für die Freiheit von Julian Assange. Danke. Vielen Dank, Frau Kollegin Dardelen. Und als letzter Redner in dieser Debatte folgt für die CDU-CSU-Fraktion der Kollege Dr. Reinhard Brandl. Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Grünen-Fraktion, liebe Außenministerin, herzlich willkommen in der Realität. Über Jahre hinweg haben Sie von diesem Pult aus wohlfeil begründet, warum der Einsatz der Bundeswehr im Irak schlicht unverantwortlich ist, Zitat Annalena Baerbock, und haben im Jahr 2020 noch einen Antrag gestellt, die Bundeswehr sofort aus dem Irak abzuziehen. Heute haben Sie zum Teil gut begründet, warum es sinnvoll ist, dass wir als Land auch weiterhin einen Beitrag zur Stabilisierung des Iraks mit leisten und auch mit Bundeswehr weiter in dem Land bleiben. Das begrüße ich ausdrücklich.
Aber, meine verehrten Damen Ministerinnen, was Ihnen heute auch gelungen ist, Sie haben es geschafft, innerhalb von 30 Minuten die Scheinheiligkeit der Außen- und Sicherheitspolitik der Ampel vor aller Welt vorzuführen. Herr Trittin, vielen Dank für den Hinweis. Ich weise ihn aber von mich und möchte mich mit der Frau Dagelin nicht gemein machen. Aber was Sie gemacht haben, Sie haben ja als entscheidende Änderung des Mandats begründet, dass Syrien nicht mehr Teil des Einsatzgebietes ist. Im Mandatstext selber haben Sie aber natürlich beschrieben, dass die Bedrohung durch den IS nicht begrenzt ist auf den Irak, sondern dass es Irak und Syrien und die ganze Region betrifft. Und Sie wissen auch selbst, dass dort die Grenzen fließend sind und dass natürlich, wenn alle so handeln würden, nämlich sich nur auf einen bestimmten Bereich zu konzentrieren, ganz einfach Ausweichräume mit entstehen würden. Sie haben das Mandat geändert, nicht aufgrund der Lage vor Ort, sondern aufgrund der Lage hier oben, nämlich im grünen Fraktionsraum. Aber wissen Sie, was es jetzt bedeutet? Die Bundeswehr ist jeden Tag mit A400M zu Betankungsflügen unterwegs. Ich zitiere aus den letzten UDPs. Im Jahr 2021 bis einschließlich 13.12. 625 Einsatzflugflüge mit knapp 2.700 Flugstunden und 2.740 Luftbetankungsvorgänge. Was bedeutet das jetzt praktisch? Die Bundeswehrsoldaten fliegen die Betankungsflugzeuge, die amerikanischen und französischen Jets fliegen die Einsätze. Die Bundesministerin der Verteidigung hat sich dafür heute explizit bedankt. Das heißt, die fliegen in Syrien einen Einsatz. Um aber zu tanken, müssen sie in den Luftraum des Iraks oder nach Jordanien zurück. Und das ist doch ihre Außenpolitik. Sie sind froh, dass andere diesen Einsatz machen, warten aber selbst lieber vor der Tür, um sich ja nicht in irgendeiner Form die Finger schmutzig zu machen. Und das ist die Scheinheiligkeit, die ich verurteile. Und es ist auch peinlich für unsere Soldatinnen und Soldaten. Und ich würde Sie bitten, bei einer zukünftigen Erneuerung des Mandats auch Syrien wieder mit in den Operationsraum zu nehmen. Das ist sinnvoll und damit wird auch unser Beitrag vor Ort deutlich glaubwürdiger. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege. Ich schließe die Aussprache. Interfraktionell wird Überweisung der Vorlage auf Drucksache 408 an die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Gibt es weitere Überweisungsvorschläge? Das ist nicht der Fall. Dann verfahren wir wie vorgeschlagen. Liebe Kollegen,